Recht herzlich willkommen zur neuen Folge von Tryin. Ich glaube, bei mir ist es die vierte, ich glaube, bei Knolle ist es die fünfte und den begrüße ich ganz herzlich damit. Genau, und auch hallo von meiner Seite. Ja, wir müssen hier hoch irgendwie und ja, es geht weiter. Letztes Mal sind wir hier in dem bösen Ball stehen geblieben, hab ich direkt gesehen. Konnte ich nicht hin. Hast du es oben rechts auch gesehen? Oh, es regnet. Ach, ja, scheiß Wetter. Nee, war bei mir, glaube ich, nicht zu sehen. Mach mal ein Schild nach oben. Oh. Schild nach oben. Jetzt regnet es nicht mehr. Okay. Der erschießt mich bald. So, was müssen wir machen? Gute Frage, ne? Ich hab wieder. Jo, die Kiste fällt runter und dann ist die Flasche kaputt. Du musst da natürlich reinspringen. Nahkämpfer, ne? Muss halt. Ja, ja. Kriegen wir den? Ne, den Lukas, den da oben, ne? Da unten sind lauter Pfähle, das heißt, wir müssen hier irgendwie anders hoch. Oh, oh, ich sehe schon, das schaffe ich wieder nicht. Gnome. Kannst du ja mal zu dir wechseln. Aber sterb nicht. Ja, ich sehe das schon kommen. Ah, nee, unten dran kann man sich ja nicht lang, oder? Doch, du kannst dich sogar unten dran langhangeln. Ich kann diese Dings hier nach oben machen. Spreng. Wie geht's? Mit A. Aber erst müsst ihr den Schwung holen. Mit A, wo ist A? Super, hier ist aber auch nichts Gefährliches mehr, oder? Ja, was machst du gerade? Ach so, da oben ist noch was, was du hochhebst. Genau, das wird nämlich wehtun. Ich hab einen Speicherpunkt erreicht. Okay. Muss da oben noch was gemacht werden? Nein, ne? Nein. Pass auf, da oben sind Doran, das funktioniert nicht. Doch, warte, ich weiß, wie es funktioniert. Wir nehmen den Magier. Machen die Kiste dahin, oder was? Die fällt aber gerade runter. Oh Gott. Das hat ja geklappt. Irgendwo muss ein Skelett sein. Ah, da oben hinter den Spitzen. Oh ja, jetzt habe ich auch gesehen. Habe ich 100 Helfer. Wo sind zwei, ja, pass auf. Shit, wie kann ich das Ding fahren? Gar nicht. Ah, super. Oh, jetzt fährt's, oder was? Nee, oh Gott. Das ist gut. Oh, jetzt Levelaufstieg steht bei mir. Bei mir stand auch was, ich hab's auch nicht lesen können. Ja, die sind weg, ne? Aber irgendwie. Aber wir haben ja jetzt erstmal Levelaufstieg. Muss mit dem Magor, mit dem. Oder wir machen erst den Levelaufstieg. Die linke Taste war das, ne, oder? Ja, Upgrade A. Ja. Oh ne, warte. Der Bogen schießt zwei Pfeile zugleich, jedoch, das kann ich erstmal upgraden. Weil ich spiele ja immer den hier. Warte mal, ach so, man kriegt für jeden ein Upgrade dann. Was muss ich jetzt machen? Blau drücken, ne? Oder? Ne, Upgrade grün. Ja, Fähigkeitsstufe, dann kann ich jetzt. Ja, wem soll ich denn jetzt hier eine Fähigkeits. Ach so, das ist so ein grüner Punkt, der da besser wird, ne? Oder? Ja. Der Ritter hat Schwert und Schild und den roten Umhang des Hauptmanns. Er ist bereit für den Kampf gegen die Untoten. Das hat er aber schon, ne? Nächste Stufe ist das dann, oder? Wie verstehe ich das? Weil da steht der Stufe 1 in das Schwert und Schild, ne? Ja. Das geht aber komischerweise nicht. Da ist der Kreis rot. Also das mit dem Schild geht dann nicht bei dir? Nee. Also, ich kann nur. Also, man kann nur eins upgraden, bis dann eine 1 steht. Der Bogen schießt zwei Pfeile zugleich, wäre ja auch nicht schlecht. Was macht ach, der Zauberer? Kiste, Zauber kann eine Kiste in die Welt hineinzaubern, das haben wir ja schon. Weinschützer gefunden. Was machst du denn? Hast du gemacht schon was? Ja, ich war ja gerade hier oben. Minder Schaden von Weintreffern, aha. Dreifachen Schaden, 5%ige Chance. Hört sich für den Ritter natürlich am besten an. Du weißt gar nicht, was ich mache, ne? Ne, weiß ich auch nicht. Ich pass gerade auf, dass du da nicht runterfällst, weil du wachst da so ein bisschen auf dieser Schaukel. Aha. Mach ich das ganz vorsichtig hier. Okay. Ich glaube, ich mache den Doppelschuss beim Dingens. Oh Gott.
Ich hab jetzt den Doppelschuss gemacht beim Bogenschützen. Hab ich auch. Beim Dieb. Aber warte mal, da geht ja noch mehr, oder was? Die anderen sind auch grün. Kannst du bei jedem das machen, oder was? Ja, kannst bei jedem Level upgraden. Okay, und es bleibt dir ja keine andere Wahl, weil eine andere Möglichkeit hast du ja gar nicht. Deswegen. Oder sparst es vielleicht, naja. Inventar. Oh, da ist auch was zugekommen, oder wie sehe ich das? Ja, zwei Schützer. Also Hose, wenn man so will. Hinter den Schaden von Beintreffern sollte man den... Kann man gar nicht so richtig erkennen, oder? Aber eigentlich den Hauptcharakter geben, oder? Ja, ich habe das jetzt mal dem Bogenschützen gegeben. Ja, ich habe das jetzt dann dem Krieger gegeben, weil den nehme ich ja. Macht vielleicht auch für den am meisten Sinn, oder? Ja, wenn man nicht spielt, ne? Okay, dann war's das hier, oder? Wie gehe ich raus mit Rot? So. Guck mal, wo du bist. Auf der anderen Seite. Jetzt steht er bei mir, öffne das Fähigkeitsmenü. Aber das habe ich ja schon gemacht. Ich habe einen Speicherpunkt erreicht. Oh, ich bin natürlich genau in die Spitzen reingesprungen. Genau. Ja, ich kann da unten nicht sehen, wie tief das da runter geht. Vielleicht lässt sich mit dem Seil mal runter und guckst, wie tief es ist. Siehst du noch mehr? Sterben. Ich werde sterben, okay. Ah, das ist wieder so ein Übergang für mich also. Oh Gott. Warte, jetzt was hast du gemacht? Haken nehmen und kannst da lang hangeln. Ich stehe hier oben. Ist da oben drüber noch was? Hast du mal geguckt? Ja, da war eine Erfahrungsflasche, habe ich schon. Hast du geholt. Aber warte, zack, da ist er wieder. Okay, ich Glück den Krieger. Schnell. Erfahrung aufgenommen, ach so. Hau ab, ey, blödes Scheiß-Skelett. Oh. Hat er sich gleich eine Europalette genommen. Oh, da kommt noch einer, oder wie? Ja, den kann ich aber nicht. Doch. Öffnen. Gesundheitstrank aufgenommen. Planke für Zauberer gefunden. Oh, das ist doch okay. Eine Fähigkeit. Kann das jeder machen, oder was? Nein, das ist eine Fähigkeit. Ah, hat er schon angenommen, automatisch. Jetzt kann man Level Up darunter auch machen, oder was? Das ist ja interessant, ne? Kannst du Stufe 2 schon bringen, oder was? Ja. Ah, da steht Upgrade-Kosten, wie viel das kostet. Okay. Inventar, die irgendwie? Nö, doch nicht. Tada. Okay, sind wir wieder hier. Da schießt irgendwo einer, ne? Erfahrung aufgenommen. Wo ist denn der? Ja, genau. Hast sie kaputtgeschlagen. Was denn? Die Flanke, die ich hier gemacht habe. So, weiß ich doch nicht. Du musst weggehen, warte. Ich muss weggehen? Weißt du, eben hat das gehalten. Tacken nach hinten musste gehen, dann klappt es auch, oder? Schlag das bloß nicht wieder kaputt hier. Warte, da unten, da sind. Komm ich nicht hoch. Von der anderen Seite, oder? Ja. Komm ich so nicht hin, musste ganz unten runtergehen. Du machst das schon. Ja, ja, ich mach das schon. Hm. Kriegst du es hin, oder nicht? Ja. Ja, meinst du, ich komme da wieder hochgesprungen? War klar, ne? Och. Ich wollte das so machen. Das da weg. Oh, Mann. Ich bin doof. Jetzt bleibst du da weg. Wer? Diese doofe Keule. Nein, du kommst nicht nochmal wieder. Oh, bleibt der liegen, ne? Ah, nee. Da oben müssen wir auch hin, sehe ich gerade. Geh da weg. Oh, geh da weg und da springe ich gerade. Da sollte man erstmal vorher Bescheid sagen, ne?
Genau, dann bin ich da durchgefallen. Ach, ich laufe jetzt hier unten. Wieso tut das und so musst du weh, oder? Eben habe ich mir nicht weh getan. Na, meinst du, ich komme da nochmal hoch? Und dass das ewig so... Ach, warte mal, ich habe doch Planken hier, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, das hat geklappt. Was machst du? Opa. Ja, runterfallen, was sonst? Ich dachte, du hättest Planken und ich könnte darüber laufen. Kannst du auch überspringen. Hm, wollen wir jetzt nicht mehr drüber reden, glaube ich. Oh, das war knapp. Nein, jetzt bin ich gestorben. Geh mal zurück zum Checkpoint. Such den nächsten Checkpoint so schnell wie möglich. Jetzt bin ich hier wieder verantwortlich dafür, ne? Ist klar. Oh, ich glaube, wir haben es gerade geschafft. Am letzten Checkpoint fortsetzen, klar. Okay. Also ich komme da nicht hoch, du glaubst es nicht. Hä, wie soll man denn da hinkommen? Ich verstehe das nicht. Du musst, wenn du kurz bevor du oben bist, nochmal A drücken. Angelt er sich da so hoch, glaube ich. Ja, das weiß ich wohl, das probiere ich auch, aber das will er nicht immer und dann fällt er wieder runter. Ah. Also es ist äußerst schwer, da hochzukommen, ne? Und wenn es dann geschafft hast, ist natürlich klar, dass es dann nicht klappt mit dem nächsten Sprung. Zwar über Umweg, aber... Oh, das war klar, dass ich da natürlich runterfalle. Okay, ich lebe noch. Nur wie lange? Ah, jetzt verstehe ich das. Was machst du? Ja, was mache ich? Warum schreist du? Ja, weil du da gestorben bist. Jetzt bin ich wieder an dir. Weil du das Ding jetzt so zum Drehen gebracht hast. Zeichne eine Linie. Nein, du machst das nicht. Du gehst auf diese Plattform. Da. Was machst du jetzt? Zeichne denn keine Linie? Geh auf die Plattform, geh darüber. So. Dort sind Skelette. Ja. Na, wo ist denn der nächste Speicherpunkt? Geh weiter nach vorne. Da ist der nächste Speicherpunkt. Renn drauf. So. Da hier hinten noch Erfahrung war. Gehen wir erst zurück, ne? Ist klar. Ja, Erfahrung ist wichtig. Ja. Wo war die denn? Zumindest hab ich's. Ja, ich hab die doch mal gesehen. Ich weiß nicht, wie man da hochkommen kann zu der Erfahrung. Das ist ein Lebenstrank. Ah. Ja, wir haben es alle wieder Gesundheit. Na, das ist ja schon mal super. Ich weiß, wie man da, glaube ich, hochkommt.
Da ist auch eine Kiste oben drauf. Ja, das war der falsche, glaube ich. Oh, jetzt bin ich da runtergesprungen. Geh da weg! Du darfst nicht. Ja doch, ich will da drauf und dann kann ich hoch. Ja, aber wenn du die Kiste berührst. Ich kann auch davor stehen bleiben, wenn du die lieber berühren möchtest. Nee, deswegen, weil wenn du die berührst, dann fällt der runter, weil ich den nicht mehr handeln kann. Was willst du jetzt machen? Soll ich dran gehen oder nicht? Ja, nimm die Erfahrung. Öffne die Truhe mit B. Giftflasche gefunden. Inventar. Inventar ist das blaue. Ja, das hat jetzt auch den Ja, dann ist ja okay, oder? Obwohl, ich kann es ja auch rüber machen. Du hast ja deinen eigenen Ding, ne? Ja. Dann mache ich das auf Schwert. Das macht ja Sinn, oder? Ja. Gut. Wechselst du, oder? So, wie geht's hier weiter? Gar nicht erstmal. Am nächsten Speicherpunkt und dann müssen wir Schluss machen. Haben wir hier einen Speicherpunkt? Bist schon weit voraus? Nein, ich gucke gerade nur, dass ich hier diese eine Flasche Erfahrung kriege. Jetzt habe ich es geschafft. Gut. Also ich komme da nicht hoch, ey. Das ist so voll schwer mit dem Springen. Okay, naja. Ich denke mal, wir machen jetzt erstmal Schluss, ne? Genau. So, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.